Ja, hallo, mein Name ist Professor Dr. Karl-Peter Fischer. Ich bin Professor für Markt- und Werbepsychologie an der Wirtschaftspsychologischen Fakultät der Hochschule für angewandtes Management. Wenn ihr euch umseht, ja, ich bin in einer Boulderwand, ich bin vor einer Boulderwand, ich bin an unserer Hochschule, an dem Adventure Campus in Treuchtlingen, der euch hier ein ganz tolles semi-virtuelles Studienkonzept bietet. Ihr seht hinten auch, wir haben hier, wie gesagt, unsere eigene Boulderwand, wo unsere Studenten eben viel Spaß haben und wo unsere Studenten neben dem Studium eben auch trainieren und arbeiten können. Ja, denke, ihr habt jetzt hier genug gesehen. Der kleine Film hier dreht sich um das Thema Wirtschaftspsychologie studieren und es geht darum, welchen Fokus soll ich denn wählen? Also Wirtschaftspsychologie, Bachelor of Arts bei uns in einem semi-virtuellen Studienformat bedeutet, ihr kommt dreimal im Semester eine Woche zu uns, der Rest ist online. Jetzt der Inhalt dieses Filmes ist, was für einen Fokus soll ich wählen? Ihr habt hier bei uns zwei Möglichkeiten. Ich habe es in anderen Videos schon mal angesprochen. Die erste Möglichkeit ist, ihr entscheidet euch für ein Studium der Wirtschaftspsychologie und studiert im Bachelor of Arts. Wirtschaftspsychologie könnt ihr dann wählen, den Schwerpunkt Markt- und Werbepsychologie. Und dafür bin ich dann euer Professor. Markt- und Werbepsychologie macht dann Sinn, wenn ihr Anwendungen, marktforscherische Anwendungen, wenn ihr Anwendungen in Marketingabteilungen, in Kreativabteilungen kontrollieren wollt und wenn ihr hier euer Konsumentenverhalten, Know-how einbringen wollt, dann macht die Spezialisierung auf Markt- und Werbepsychologie sicher sehr viel Sinn und bringt euch in den Unternehmen mit Sicherheit einen Schritt weiter. Ihr klettert praktisch die Boulderwand hinauf. Eine weitere Möglichkeit bei dem Studium der Wirtschaftspsychologie ist jetzt der von mir eingeführte Branchenfokus für Online-Marketing und Werbung. Der Branchenfokus heißt dann bei uns hier an der Hochschule Kommunikation und Online-Werbung. Wir kürzen das ab mit KUOW. Also wenn du irgendwo bei uns an der Hochschule für angewandtes Management das Kürzel KUOW liest, dann heißt es nichts anderes wie Kommunikation und Online-Werbung. Das heißt, ihr seid Wirtschaftspsychologen, ihr schließt auch mit dem Abschluss Bachelor of Wirtschaftspsychologie ab, aber eben mit dem Branchenfokus Spezialisierung auf Online-Marketing, auf Online-Kommunikation und auf Online-Werbung. Das heißt, all diejenigen unter euch, die vielleicht eher in die Anwendung gehen wollen, die vielleicht eher in Werbeagenturen gehen wollen, haben hier eine fundierte Ausbildung, die sie eigentlich sonst akademisch, wohlgemerkt akademisch, in diesem Fall nicht finden und auch sonst nirgends finden können. Das heißt, ein vollwertiges Bachelorstudium, aber mit der Ausbildung, aber mit der Kenntnis in der Kommunikation und Werbebranche und mit der Kenntnis auf die Dinge, die heute für euch und die heute draußen von den Firmen verlangt werden. Ihr wisst selber, Digitalisierung, digitale Transformation, neue Herausforderungen, das große Problem der Firmen, sie wissen gar nicht, wen sie eigentlich einstellen müssen. Sie wissen nicht, welches Können oder welche Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale von diesen Menschen ausgehen sollen und verlangt werden sollen. Und diesen Kreis schließen wir. Wir geben euch die Bausteine an die Hand, mit denen ihr eben in der Lage seid, euch weiter nach oben auf der Kletterwand zu bewegen und in der Kommunikation wirklich perfekt zu werden und wirklich einen guten Job machen zu können. In dem Branchenfokus Kommunikation und Online-Werbung habt ihr natürlich auch Markt- und Werbepsychologie, aber das Ganze mit einem, sagen wir mal, kreativeren Touch, mit dem Blick auf das Online-Marketing. Wie erstelle ich Online-Marketing-Strategien? Wie setze ich sie um? Wie funktionieren Suchmaschinen? Wie sieht das Spannungsverhältnis zwischen Suchmaschine und Mensch aus? Wie kann ich dieses Spannungsverhältnis Suchmaschine-Mensch lösen? Was müsst ihr alles wissen? Wie funktioniert Google? Wie funktionieren alternative Suchsysteme? Was sind alternative Suchsysteme? Wie funktioniert Google? Wie funktioniert Google AdWords? Was kann ich mit Social Media alles anfangen? Wie funktioniert Google?
Facebook? Wie kombiniere ich Facebook und Instagram? Wie kombiniere ich aber auch in Firmen den Kanal Facebook mit dem vorhandenen und bestehenden Service- und Beschwerdemanagement? Also alles tolle Fragen, alles Anforderungen aus der Branche, die heute gesucht werden. Und deswegen haben wir eben an unseren unterschiedlichen Campus hier diese Ausrichtung ins Leben gerufen, um euch eben fit for the future zu machen und fit in dem, was die Firmen momentan draußen verlangen. Also fit für die Online-Kommunikation, fit für das Internet-Marketing, aber, und das sage ich nochmal, eben nicht an einer privaten Akademie, nicht an einer privaten Schule, nicht an einer IHK, also alle, die nur Abschlüsse bieten, ihre eigenen Zertifikate, sondern das Ganze gehievt, hochgehoben, die Kletterwand hinaufgestiegen, weit ganz, ganz oben, eben mit einem akademischen Abschluss. Und ihr könnt eben mit diesem Wissen in den Firmen relativ schnell aufsteigen, nach oben klettern. Ihr könnt eben nicht nur bei uns den Bachelor machen, sondern ihr könnt bei uns eben zusätzlich auch euren Master machen und ihr steigt in Gefilde auf, wo die Luft etwas dünner wird und wo die Konkurrenz nicht so groß ist. Und ihr wisst selber, schaut euch ein bisschen um in der Branche, Fachpersonal, Profis im Online-Marketing werden heute gut bezahlt, hoch bezahlt. Viele von uns in der Hochschule werden schon im zweiten, dritten Semester hier von den Firmen rausgesaugt. Also überlegt euch Kommunikation und Online-Werbung als Spezialisierung als Branchenfokus im Rahmen eines Studiums der Wirtschaftspsychologie. Ihr schließt ab mit einem Bachelor und habt zusätzlich eben eine ganz, ganz tolle Fokussierung auf den Bereich Online-Marketing, auf den Bereich Online-Werbung und ihr beherrscht die neuen Tools. Und ja, ich glaube, es ist eine gute Startmöglichkeit, loszuklettern. Wir geben euch die Basis, wir geben euch das Know-how, was ihr dazu braucht, um nach oben zu kommen. So wie hier in dieser Kletterwand. Ihr habt die Startmöglichkeiten bei uns. Wir haben auch ein Netzwerk, wir haben auch Kontakte und diese Kontakte könnt ihr natürlich nutzen. Nur eins, und das ist das Letzte, was ich jetzt hier erzähle, nur eins, nach oben klettern, das müsst ihr selber. Wir zeigen euch, wie das Klettern funktioniert, wir zeigen euch, wie ihr nach oben kommt, aber dann nach oben, das müsst ihr selber machen. Wenn ihr also Fragen zu diesem Studium, zu dieser Fokussierung habt, meldet euch einfach bei mir. Meine Telefonnummer ist die 0171 358 2159. Mein Name ist Professor Dr. Karl-Peter Fischer. Ich bin der Peter und ruft mich einfach an, wenn ihr Fragen habt zum Inhalt oder wenn ihr wissen wollt, formell, wann geht das Studium jetzt im Wintersemester an, wann könnt ihr euch wo einschreiben, ruft einfach an der Hochschule für angewandtes Management an, geht dort auf die Webseite oder geht in die Studentenkanzlei und sagt, ihr würdet gerne und ihr interessiert euch für diesen Fokus, für den Branchenfokus Kommunikation und Online-Werbung im Rahmen der Wirtschaftspsychologie und ihr wollt euch da anmelden, ihr wollt euch da informieren oder ihr wollt euch euren Platz reservieren lassen. Also ihr müsst ihn auch reservieren lassen, die Plätze sind relativ schnell ausgebucht und ja, es würde mich freuen, den einen oder anderen von euch dann im Herbst mit einem neuen Studiengang, mit einer eigenen Kohorte zu sehen und zu treffen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, solltet ihr euch für was anderes entscheiden, sicher auch gut, aber hier ist es besser, weil hier geht es geil nach oben und ja, würde mich freuen, euch zu sehen, meldet euch, tschüss, euer Peter und vielen Dank fürs Zuhören, danke.